Hey Leute, heute geht's wieder zu einer neuen Folge zu Jack Keane. Oder wir sind bei der neuen Folge dabei. Und wir haben letztes Mal versucht, hier eine Fahrkarte zu kriegen für das Luftschiff Gnischt. Also vorletzte Mal. Und letzte Mal haben wir mit Amanda Jack ausspioniert. Das hilft mir bestimmt nicht weiter. Und wir kommen halt hier nicht weiter. Und die Amanda hat Jack einen Hinweis hinterlassen. Und dann gehen wir mal am besten zu der Wohnung von Jack, also im Hotel, und schau mal, was der Hinweis ist. Ja gut, Jack weiß nicht, dass der Hinweis da ist, aber wir wissen es ja, weil wir mit Amanda gespielt haben. Genau. Ja, und schauen wir mal, wie die Wohnung auch so aussieht, oder das Zimmer besser gesagt. Hier können wir mal wieder düsen. Ich habe keine Zeit für sowas. Gut, dann halt nicht. Kann ich ja verstehen. Gehen wir mal schnell runter hier. Hey, Hilfe! Hört mich jemand? Das sollte ich mir genauer ansehen. Wer das wohl ist. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier lang. Oh, da hinkt einer. Dem müssen wir helfen, dem Typen. Ein riesiges Gepäckstück. Ja, großes Teil. Ja gut, ich glaube, wir fern genau mit ihm reden. Hey du, hilf mir runter, schnell! Was ist mit dir passiert? Was ist denn mit dir passiert? Was mit mir passiert ist? Abgestürzt bin ich und schuld ist dieser dämliche Abenteurer. Schuld sind immer die Abenteurer. Und wir armen Lastenträger müssen es ausbaden. Was bekomme ich dafür? Tut mir leid, ich habe noch einen Plumpudding. Das war ich. Tut mir leid, ich habe noch einen Plumpudding im Ofen. Hey, das kannst du doch nicht ernst meinen. Mach mich los! Außerdem schmeckt Plumpudding scheußlich. Wirklich? Red mal weiter. Warte mal, wo ist. Also ihr seht die Maus von mir ja nicht, aber die Sprechblase kommt hier nicht ganz leicht. Jetzt. Jetzt hilf mir endlich runter. Was ist bloß das Problem mit dir? Was bekomme ich dafür? Was bekomme ich dafür? Bekommen? Du frecher Lümmel, was fällt dir ein? Entweder du machst mich sofort los, oder sonst. Oder sonst was. Oder sonst was. Jetzt reicht's mir langsam. Ich werde dir eine ordentliche Tracht Prügel verpassen, Bursche, sobald ich hier runterkomme. Schon gut, ich mach dich ja los. Fein. Los, ran ans Werk. Spaß gemacht, ihn zu ärgern. Und ich werde jetzt ärgern, weil ich ihn runterschnibble. Nämlich mit meinem Messer. Nicht mit Murphy benutze ich das Messer. Ich will ja nicht abstechen, sondern. Rucksack. Hey, ich wollte Messer benutzen. Ja. Und der wollte mich verprügeln. Oder übers Knie legen. Das ist kein kleiner Junge. Aber gut, er wollte es nicht anders. So wollte er es. Ja. Das ist ihm. Hilfe. Gehen wir mal runter zu ihm. Also. Versperrt. Das wurde aber auch Zeit. Vielen Dank für deine. Sag mal, kennen wir uns irgendwoher? Zumindest mal dankbar und froh, ob wir uns kennen. Wer weiß. Jackie? Keen, Jackie, im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs. Keen, Jack Keen. Bin Jack. Das mache ich das zweite. Keen, Jack Keen, im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs. Jack? Keen? Ja, wie ist denn das möglich? Was meinst du? Das zweite. Das ist möglich, weil meine Eltern mich so nannten. Tja, was auch immer du sagst. Ich bin Murphy, zu deinen Diensten. Du wirst mich sowieso früher oder später in deine Dienste nehmen. Das machen sie alle. Und dann passiert das Unglück. Oh je. Also, Murphys Gesetze treffen auf ihn zu, wahrscheinlich.
Was? Das Gute ist dritte. Bist du etwa der Tod? Höchstens im übertragenen Sinn. Ich bin ein Lastenträger. Besser gesagt, der Lastenträger schlechthin. Ein Inselführer, könnte man auch sagen. Mein Problem ist nur, dass mir meine Auftraggeber immer, verloren gehen. So wie dieser hier. Verloren habe ich ihn. Jetzt ist er hin. Anaconda-Futter. Und er ist schon der zweite in dieser Woche. Der erste hat sich einen Einkaufswagen voll Proviant gestohlen. Und ist mir in der Höhle des Heiligen Tigers abhanden gekommen. Ach, futsch. Einkaufswagen. Das ist Anaconda-Futter. Ja, wir nicht. Einkaufswagen gestohlen? Ja, des Einkaufswagens nehmen. Dein Abenteurer hat einen Einkaufswagen gestohlen? Bei den Schnapsvorräten, die er mitgenommen hatte, hat mein Rucksack einfach nicht mehr gereicht. Dann nahm er die Machete und zack, war die Kette für die Pfandmünzen durchgehauen. Und ab ging's zum Heiligen Tiger. Wo dann Abenteurer und Einkaufswagen verschwunden sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Klar. Genau. Normalerweise. Normalerweise sterben doch die Träger und die Abenteurer überleben, oder? Ha, vielleicht in billigen Taschenbüchern. In der Realität sieht das ganz anders aus. Der Abenteurer stirbt, Murphy überlebt. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist wie ein Fluch. Tja. Und du kannst immer nur hoffen, dass sie im Vorfeld bezahlt haben. Kennst du dich auf der Insel aus? Du kennst dich also auf dieser Insel aus? Wie in meiner Westentasche. Also wenn ich eine Westentasche hätte. Wieso? Was willst du wissen? Gerne wissen. Madame. In die obere. Ja, machen wir erstmal Tandoori-Hühnchen. Ich würde gerne wissen, wo es das beste Tandoori-Hühnchen gibt. Es gab mal eine leckere Hühnchenbude im Dorf. Dann hat sich der Budenbesitzer aber mit dem Metzger angelegt. Daraufhin, ich will nicht weiter darüber reden. Okay. Wie komme ich ins obere Dorf? Machen wir Sinnvolles. Ich würde gern wissen, wie ich ins obere Dorf komme. Ah. Dazu müsstest du der hohen Kaste der Kshatriya angehören. Lässt sich da nicht irgendwas drehen? Doch. Durch eine Wiedergeburt könntest du das schaffen. Will ich dann abschlachten, oder was? Ich meine nicht ich, sondern Jack von Lynn abschlachten. Nee, eigentlich nicht. Gerne nicht gut. Eine Kshatriya. Ich glaube, die sind noch Priester, ne? Naja, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ob ihr das wisst, was Kshatriya sind. Badestrand. Ich würde gerne wissen, wo hier der schönste Badestrand ist. Also vom Baden würde ich abraten. Dr. T hat in diesen Gewässern die Bubla-Qualle angesiedelt, deren Gift sofort tödlich ist. Damit will er sich lästige Schiffsbrüchige vom Hals halten und deutsche Touristen. Vielleicht habe ich später noch Fragen. Ich werde dich ins Dorf begleiten. Und deutsche Touristen. Nicht, dass sie einen Ballermann aufmachen oder einrichten. So, dann sind wir wieder im Dorf. Und ich würde sagen... Oh, was ist denn da? Stück Teer. Können wir nehmen. Als erfahrener Kapitän weiß ich, dass Teer zum Abdichten von Schiffen verwendet werden kann. Ja, nehmen wir's. Jupp. Ah, ich muss nur kurz was einstellen. Nämlich die Geräuschelautstärke. Ach, 0? Mach mal 1. Speichern. Ich habe, glaube ich, in Aufnahmen gesehen, dass das ein bisschen zu laut ist. Bei Wasser und so, da hört man dich nicht so gut. Gut, gehen wir mal ins Hotel. In unser Zimmer. Oh, zu oder was? Uiui. Oh nein, was ist nur passiert? Alles ist abgebrannt. Tja, das war Amanda. Jack, das war Amanda. Sie hat die Lampe angelassen. Peanut ist nicht mehr. Er hat aufgehört zu sein. Oh, du armer Ex-Papagei. Ein Tisch mit steinerner Tischplatte. Wie gut, dass ich keine Kleidung reingetan hatte. In diesem Fall hat sich meine Armut mal ausgezahlt. Ach, hier sind Nägel. Oh. Der könnte noch nützlich sein. Den nehmen wir mit. Der ist dann wahrscheinlich auch nützlich. Und den nehmen wir mit. Gut. Ja, schlafen kann man hier nicht mehr. Ach, die Notiz, schau mal rein. Wir wissen ja, das ist ja ein Köder, aber Jack muss es ja lesen.
dein Köder, Jack. Pass auf. Nanu, was steht denn da? 6. November 1871? Wer hat mir das hier hinterlassen? Amanda. Und warum? Was ist an diesem Datum passiert? Ich muss herausfinden, was es damit auf sich hat. Wo könnte ich wohl nachfragen? Tja, gute Frage. Ein ziemlich angebranntes Möbelstück. Ja, das ist jetzt unsere Aufgabe, herauszufinden, was an diesem Datum war. Müssen wir irgendwie jemanden Alten finden, der sich in der Insel auskennt. Hektische Gäste klingeln damit träge Hoteliers herbei. Mama. Nicht mehr nötig. Gut, Schlüssel brauchen wir die noch, oder was? Dort werden die Schlüssel aufbewahrt. Ja, ist egal. Putzmittel brauchen wir nicht. Putzt alles blitzeblank. Auch die Zähne, ne? Gut. Gehen wir mal weiter. Wir müssen irgendwie jemanden finden, der sich auf dieser Insel gut auskennt. Ja, vielleicht Elefantentreiber. Schön, dich zu sehen. Bis später. Das war cool. Typisch für Männer, kurze Gespräche. Ich hatte mal ein Telefonat mit einem Bekannten von mir. Ne? Ich habe wirklich am Ende des Telefonates zeigt das Dings Telefon immer an, wie lange das Telefonat gedauert hat. Echt, das war 10 Sekunden. Wirklich, wir haben 10 Sekunden geredet. Das schaffen wir Männer. Und nicht mit Murphy halt, ne? Ja, reden wir mal weiter. Hallo. Ja. Kennst du dich auf der Insel aus? Wir machen mal auf der Insel. Du kennst dich also auf dieser Insel aus? Wie in meiner Westentasche. Also wenn ich eine Westentasche hätte. Okay. Wieso? Was willst du wissen? Badestrand, obere Dorf, hatten wir alle schon. Vielleicht habe ich später noch Fragen. Auf Wiedersehen, Jack. Kann er mir auch nichts Neues sagen. Ja, wohin gehen wir denn? Oder wir reden mit der Oma da hinten. Die könnte ja ein bisschen... Oh, das sind meine Leute. Da reden wir erstmal mit denen hier. Ex-Seeleute. Schau mal, unser ehemaliger Kapitän. Ja, wie nennen wir die denn? Meuterervertreter? Vertreter? Verräter, meine ich. Treulose Matrosen. Drückeberger. Genau, Drückeberger. Da seid ihr ja, ihr Drückeberger. Drückeberger? Wir haben das Schiff exakt an die von Mr. Montgomery beschriebene Stelle manövriert. Und wir haben uns nicht mal davon gestohlen, als das Schiff gegen den Felsen gekracht ist. Genau. Erst kurz darauf. Ja. Wo ist Amanda? Frage ich mal. Wo ist Amanda? Die ist in den Dschungel verschwunden. Hatte es eilig. Erzählte irgendwas von einem Vorstellungsgespräch oder so. Die wird es mal weit bringen. Ha. Ihr hättet mich mitnehmen müssen. Ihr hättet mich gefälligst mitnehmen müssen. Der Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Das gehört sich so. Komisch. Aber irgendwie steht der quicklebendig vor uns. Tja. Ich bin noch euer Captain. Ich bin immer noch euer Kapitän. Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, dass wir gekündigt haben. Wir haben das sinkende Schiff verlassen, war doch eindeutig. Oder sollen wir noch etwas Schriftliches einreichen mit 7 Durchschlägen? Okay, vergesst es. Wir sprechen uns noch. Wir werden uns erstmal eine neue Arbeit suchen müssen. Tja, hier wird's schwierig. Aber ich sehe gerade, ich habe schön überzogen. Ja, also, wir sind jetzt hier gelandet. Speichern wir mal hier. Und ich hoffe, ihr schaut mal beim nächsten Mal wieder vorbei und habt euren Spaß. Also bis dann. Ciao.